Ein herzerfrischendes Kuckuck an meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin Wendell für Gaming Secrets und es geht weiter mit Let's Play Sniper Elite 3. Immer noch an der Scheißstelle probieren wir diesen Panzer down zu kriegen. Und der ist jetzt hoffentlich auch mal down. Jawohl. Meine Güte. Muss gar nicht so aussteigen, ja? Ist trotzdem down. Dahinter ist noch einer, den habe ich auch gesehen. Jetzt aber mal, ist jetzt hier mal Ende im Gelände, oder? Bezwinge die Tempelverteidiger. Also wir sind immer noch nicht durch. Also das ist schon ziemlich krass. Ich werde hier von einem Ort zum nächsten geschickt. Nur für ein bisschen Rumgeballer und für vielleicht eine kurze Zwischensequenz. Auf einmal fährt jetzt hier auch wieder ein Fahrzeug rum. Finde ich auch nice. Aber dadurch, dass es hier rumfährt, können wir ja hier eine Landmine hinlegen. Obwohl, wir sollten die vielleicht nochmal aufnehmen. Ein bisschen weiter in die Mitte platzieren. So, hier hin. So. Damit das Fahrzeug da auf jeden Fall reinfährt. Junge, ich bin gar nicht hier. Kein Grund zur Beunruhigung. Schön. Wo geht's hier rein? Nochmal ganz interessant zu wissen. Nirgends. Super, wir haben jetzt hier nur ein bisschen abgekürzt. Natürlich sind jetzt auch da wieder Leute. Das ist ganz klar. So, der nächste, der down ist, sehr schön. Also ich habe die Abschusskamera hier eigentlich auf normal eingestellt und nicht auf häufig oder so. Standort gewechselt habe ich eigentlich nicht. Aber sollte ich vielleicht mal machen. Das wäre durchaus sinnvoll. So, hier war vorher einer. Ist der hier jetzt nicht mehr, oder wie? Sehe ich das jetzt?
Okay, da kommt das Fahrzeug. Das fährt jetzt aber aus irgendeinem Grund eine andere Route. Boah, es hat sich jetzt richtig eklig angehört. Wenn ich den in den Kopf schieße, dann schieße ich immer einen das Auge weg. Das ist richtig makaber. Lol, da oben ist die Lunge? Das wusste ich gar nicht. Das war eigentlich voll in den Hals, aber egal. So, du bist down hinterm Geschütz. Hat dir nichts gebracht hier. Oh, schade. Das wäre jetzt zu schön gewesen. Sag mal. Hallo? Meine Güte. Richtig peinlich. Ich meine, immerhin kann man sagen, man braucht mit diesem Spiel mehr kein Biologieunterricht. Ich meine, man kann auch in dem Spiel lernen, wie der menschliche Körper aufgebaut ist und wie es aussieht, wenn er von einer Kugel zerfetzt wird. Gut, ein bisschen Munition aufgesammelt, auch nicht schlecht. Und jetzt können wir da endlich mal rein. Und das fühlt sich so an, als wenn es jetzt tatsächlich bald heißt, dass wir mit dem Projekt fertig sind. Also, Sniper Elite 3 scheint, genau wie sein Vorgänger, nicht eine... Ja, wie soll ich sagen? Eine nicht allzu lange Spielzeit zu haben. So, wo ist jetzt hier ein Tresor? Ach, hier. Der Tigerpanzer. Der Stolz des Afrika. Eine eindrucksvolle Waffe von den Alliierten. Jetzt muss ich da wieder rüberlaufen. Mann, das ist ja voll nervig. Oh nein, jetzt kommen Scharfschützen. Oh nein. Ey, das finde ich zum Beispiel auch, das ist einfach so aufgesetzt. Ich muss jetzt noch irgendwas machen, damit das Level länger dauert oder die Mission. Ich meine, wie soll ich denn die Leiche Bären, die ist doch vollkommen zerfetzt. Also müsste sie eigentlich sein, so rein von der Logik her. Aber da sind noch zwei Scharfschützen rausgekommen. Wo ist denn der zweite hin? Ich habe auch jetzt gar keinen Plan, was das jetzt hier für einen Sinn haben soll, dass ich jetzt hier die Leiche bergen muss. Das macht eigentlich gar keinen Sinn.
Ja. Achso, ich habe gedacht, das Spiel wäre abgeschmiert. Boah, was für ein emotionaler Augenblick. Oh, ich meine, es war jetzt auch kein trauriger Moment. Ich meine, wir kannten den Typen ja kaum. Wir haben ihn nur mal befreit. Er hat uns in Anführungsstrichen geholfen. Valens Mission in Afrika ist also, einen Superpanzer zu entwickeln. Die Ratte. Seine Zerstörungskraft ist kaum vorstellbar, sollte er jemals eingesetzt werden. Aber das Kriegsblatt wendet sich. Die Alliierten haben Tobruk zurückerobert und Valens Versorgungslinien ausgedünnt. Er wird die Ratte fertigstellen wollen, um es sich mit Hitler nicht zu verscherzen. Dank Valens Verzweiflung und der Informationen des Geheimdienstes wissen wir, wo die Ratte gebaut wird. Dies ist der letzte Zwischenstopp. Mit Hilfe des Kampfverbandes werde ich den Flugplatz lahmlegen und die Nachschubversorgung unterbinden. Ich komme aus Richtung Westen und richte mich nahe des Südtors ein. Wenn der Kampfverband seinen Angriff startet, leiste ich Feuerschutz. Wenn sie auftauchen, wird es kein Halten mehr geben. Darum wäre es klug, den Funkturm außer Gefecht zu setzen, damit sie keine Verstärkung rufen können. Wie auch immer, es wird ziemlich hoch hergehen. Oh, da bin ich jetzt mal gespannt, aber das Scharfschützengewehr hier gefällt mir gar nicht. Das möchte ich vielleicht wieder umtauschen. Gut, also ich habe mir jetzt schon ein bisschen mehr zu dem Spiel überlegt, was ich dann über das Spiel dann zum Schluss sagen kann. Und ich denke, da wird es eine zwiegespaltene Meinung geben. Auf jeden Fall. So, wir spawnen wieder irgendwo am Arsch der Welt. Finde ich schön, dass ich hier einfach so durchlaufen kann. Ich meine, meine Leute, die werden jetzt eh wieder dank kommen, wenn die Kacke eh schon voll am Dampfen ist. Ich schon fünfmal entdeckt worden bin, dann werden sie wahrscheinlich kommen. So, jetzt ganz schnell hier in die Pflanze reinkriechen, bisschen Pflanze spielen. Und jetzt unsichtbare Wand, das wär's jetzt noch. Gut, wir haben es hier vorbei geschafft. Sehr nice. So, wir sind jetzt einmal sogar direkt unbemerkt durchgekommen. Aber es muss noch nichts heißen. Wo geht's denn hier rein? Muss doch hier irgendwo reingehen, oder nicht? Töte die Insassen am Kontrollturm. Ja, warum denn? Ich will doch hier eigentlich nur in diesen Bunker rein.
Aber ich weiß nicht, wo hier der Eingang ist. Hier vielleicht. Jawohl, hier geht's rein. Nice. Und wir müssten... Ich muss einen Weg finden, diese Türen zu öffnen. Beziehungsweise wir mussten nur ein... Naja, einen nicht wirklich. Wir mussten zwei Schüsse abfeuern. Kommandierte Soldaten sollen sich bei den Zellen von den hinrichtenden Gefangenen melden. So, kommen jetzt meine Leute, oder wie sieht das jetzt hier aus? Sind denn meine Leute jetzt? Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier immer noch alleine rumgurk. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte jetzt hier rüberspringen. Geht das nicht? Nee. Gut, muss ich wieder komplett außen rum gehen. Ganz toll. Jetzt kannst du gerne ums Eck kommen. So. Sehr schön. Du hast bestimmt Pistolenmunition dabei, oder? Nee. Eine Granate, ja super. Die ist natürlich auch voll unauffällig. Kann ich hier auch nicht rüberspringen. Mann, warum denn nicht? Ich will nicht immer den ganzen Weg außen rumlaufen müssen. Das ist doch richtig scheiße. Ich meine, ich darf jetzt den ganzen Weg zurücklaufen, den ich vorher hergekommen bin. Gut, der ist schon down. Ich hätte jetzt gedacht, ich hätte gefailed. Oh! Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das muss ich an der Stelle mal sagen. Ja. Hier. Tatsächlich. Ah, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr. Wo muss ich denn jetzt hier eigentlich hin? Geht's hier irgendwo runter? Nee. Keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Ah, hier vielleicht nach unten, oder? Das sieht mir ganz gut aus. Ja, genau, wie soll ich denn da jetzt durchkommen? Das sind richtige Scherzkekse. Na, hier geht's natürlich nicht weiter. Ganz toll. Gut, einen Hammer down.
Hä, wie konnte der denn jetzt alarmiert werden? Hier ist doch nichts. Leiche von dem anderen darf er doch gar nicht sehen normalerweise. Ich meine, ständig mit der Pistole hier rumzulaufen wird auch ganz schön anstrengend. Ich meine, es geht im Moment noch ganz gut, aber... Ja, okay, kannst du auch wieder umdrehen, wenn du meinst. Gut, hier ist meine Hauptmission. Die Gefangenen werden wir auf jeden Fall befreien. Hallo? Hallo. So. Interagieren. Danke. Ich dachte schon, das war's. So, ich hoffe, ihr könnt uns ein bisschen helfen. Gut. Aber ich mache jetzt an der Stelle den Schnitt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao.